Samsung hat ja gerade eben drei neue Handys vorgestellt, das S21, S21 Plus und das S21 Ultra. Wir durften die Handys schon kurz testen, kurz anschauen, kurz angreifen, kurz ausprobieren. Hier beim S21 sehr charakteristisch ist eben das Kameramodul. Das ist jetzt auf einer Linie mit dem Rahmen, das geht da genau drüber, also das ist jetzt aus einem Guss quasi. Es wirkt sehr stabil, gut verarbeitet. Also die optischen Änderungen sind hauptsächlich auf der Rückseite zu finden. Eine wesentliche Neuerung beim S21 Ultra ist die Stiftbedienung. Also wie bei der Note-Serie von Samsung kann man nun auch das Ultra-Gerät der S-Serie per Stift bedienen. Es ist nicht ganz derselbe Stift wie beim Note-Gerät, denn dieser Stift basiert auf der Wacom-Technologie und hat aber keinen Akku eingebaut und muss daher auch nicht geladen werden. Dadurch reduziert sich aber etwas der Funktionsumfang. Bei der Display-Technologie hat sich schon einiges geändert. Hier kommt wieder der 120 Hz AMOLED zum Einsatz. Was diesmal ein bisschen anders ist, ist die adaptive Refresh Rate. Hier hat das S21 Ultra zum Beispiel eine adaptive Refresh Rate von 10 bis 120 Hz. Das heißt, je nachdem, ob man jetzt ein Videospiel spielt, werden eher die 120 Hz zum Einsatz kommen. Wenn man nur ein Still, ein Foto ansieht, dann reichen auch die 10 Hz. Und das wiederum wirkt sich natürlich positiv auf den Akku aus, der dadurch eben wesentlich länger durchhalten soll.